ist die Möglichkeit? Sind Sie wahnsinnig? Es ist doch nicht normal! Danke, Dr. Renz. Danke, Herr Hartwig. Es ist nett, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ha, ich bitte Sie. Für eine Runde Golf mit Ihnen, da lasse ich sogar eine Schwurgerichtsverhandlung platzen. Ausgezeichnet. Ihre war auch nicht schlecht. Danke. So groß sind Ihre Probleme? Lassen Sie uns erst spielen. Nur mal raus mit der Sprache, Herr Hartwig. Was haben Sie auf dem Herzen? Es ist wunderschön heute. So hell und sauber. Aber das, was ich Ihnen zu erzählen habe, das ist eine ziemlich schmutzige Geschichte. Und das hier, das kam vorgestern. Sie haben eine Woche Zeit. Wenn Sie nicht zahlen, sind Sie tot. Sie werden erpresst. Richtig. Das kam gestern und das heute. Aber damit kann es doch wohl nicht angefangen haben, oder? Nein, es geht schon länger. Erst waren nur Anrufe. Ich habe auch schon bezahlt, 40.000. Aber mehr kann ich beim besten Willen nicht aufbringen. Wie viel verlangt man von Ihnen? Weitere 210.000. Also eine Viertelmillion. Und mit welcher Begründung? Ich meine, worum geht es? Womit setzt man Sie unter Druck? Es fällt mir sehr schwer, Ihnen das zu sagen, Herr Dr. Renz. Sie kennen ja meine Frau und meine zwei kleinen Töchter. Das will ich immer sagen, wir führen eine sehr glückliche Ehe. Bis jetzt wenigstens. Ich habe meine Frau betrogen mit einer Prostituierten. Bitte fragen Sie mich nicht, warum. Es ist eben passiert. Weiß Ihre Frau davon? Bis jetzt noch nicht. Aber sie wird es erfahren. Das ist unvermeidbar. Keine schöne Geschichte. Wirklich nicht. Aber auch kein Weltuntergang. Und vor allem heutzutage keine, wie soll ich sagen, keine Grundlage für eine Erpressung. Es geht dann noch weiter. Ich war unter ziemlichem beruflichen Druck an dem Tag. Ich hatte Probleme in meinem Geschäftsbereich, Rückfragen von der Direktion. Jedenfalls war ich abends total geschafft. Ich bin aber nicht nach Hause gegangen. Ich war in verschiedenen Lokalen und hab getrunken. Und auf einmal war ich im Bahnhofsviertel in einer ziemlich üblen Kneipe. Da hat mich dann ein Mädchen angesprochen, eine Asiatin, ich glaube, aus Thailand. Jung, ganz nett, aber sehr wahrscheinlich nur das, was ich in diesem Zustand da gesucht hatte. Ne? Ja, und ich bin mit ihr gegangen in eine Pension da in der Nähe. Und es war eine Absteige. Und naja, um es kurz zu machen, haben wir miteinander geschlafen. Und dann habe ich zugedrückt. Ich habe ihren Hals zugedrückt und gedrückt. Sie ist tot?
Weiter? Was haben Sie unternommen? Ich habe mich angezogen und bin gegangen. Entschuldigen Sie, aber das muss ich erst mal... Das muss ich... Wann war das? Wie lange ist es her? Vor 6 Wochen etwa. Hat die Polizei Sie in Verdacht? Nein, darum geht es auch gar nicht. Ich glaube, die Polizei hat gar keine Chance, mich zu finden. Ein Mädchen, was illegal nach Deutschland geholt wurde, ohne Aufenthaltserlaubnis, eine Zufallsbekanntschaft, das stand nicht mal was in der Zeitung. Es geht nur um dieses Zeug da. Sie bringen mich in eine sehr schwierige Situation, Herr Hartwig. Es gibt Grenzen für unsere Tätigkeit, an die wir uns zu halten haben. Das scheinen Sie sich nicht klar zu machen. Sie sagen uns offen, dass Sie diese Frau getötet haben. Und im gleichen Abzug fordern Sie uns auf, Ihnen zu helfen. Ich erwarte ja nicht von Ihnen, dass Sie mir ein falsches Alibi verschaffen oder mich vor der Polizei verstecken oder sowas. Das käme für uns auch unter gar keinen Umständen in Frage. Das wäre Strafvereitelung, mindestens. Dafür würde man uns einsperren. Ich bitte Sie nur zu schweigen. Natürlich. Dazu sind wir verpflichtet. Und ich bitte Sie um Schutz, weil mein Leben bedroht wird. Woher wissen Sie das so genau? Die wollen doch nur abkassieren. Die Kuh, die man melken will, schlachtet man doch nicht. Die haben doch schon kassiert. Und jetzt ist bei mir nichts mehr zu holen. Und sobald sie das einsehen, werden sie mich umbringen. Die werden sich rächen, weil sie durch mich eine erstklassige Kapitalanlage verloren haben. Wenn die sich rächen wollen, brauchen sie der Polizei doch nur einen Tipp zu geben. Das können sie nicht. Wieso denn nicht? Weil sie diese Mädchen illegal nach Deutschland holen, ohne Aufenthaltserlaubnis. Vielleicht auch gegen ihren Willen. Ja, das ist durchaus möglich. Geht es Ihnen nicht gut? Brauchen Sie ein Glas Wasser? Das ist die Aufregung. Haben Sie einen Schnaps? Ja. Besser? Oder brauchen Sie eine Pause? Nein, danke, es geht schon. Danke. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, die einzige Chance, Ihnen zu helfen, wäre, wir könnten versuchen herauszufinden, wer die Leute sind, die Sie unter Druck setzen. Und wie willst du an die rankommen? Auf demselben Weg, wie Herr Hartwig die Bekanntschaft dieser Frau gemacht hat. Wo haben Sie sie kennengelernt? Im Lokal. Wissen Sie den Namen? Oder wissen Sie, wo es liegt? Können Sie es beschreiben? Es war im Bahnhofsviertel, mehr weiß ich auch nicht. Da gibt es eine Menge Lokale. Ja, und ich war an diesem Abend, war ich auch so ziemlich in allen drin. So, hier. Ist ja egal, wo ich anfange. Pipapuffs hab ich schnell durch. Auch die illegal? Alle, wo Mädchen mit solchen Augen sind. Sayonara. Das ist japanisch. Ich dachte, du suchst Mädchen aus Thailand. Ist ja gut. Ciao. Und das ist italienisch.
Morgen. Was gibt's? Ich muss Sie sprechen. Hier? Sie haben gesagt, zu Hause soll ich Sie nach Möglichkeit in Ruhe lassen, damit Ihre Frau nichts merkt. Sicher. Hier. Ich hing unterm Scheibenwischer, eben als ich losgefahren bin. Parken Sie nach draußen? Ausnahmsweise, ich habe vergessen, ihn in die Garage zu stellen. Und? Haben Sie schon was erreicht? Bisher nicht. Ich habe mich überall umgehört, wo ich mich auskenne. Und ich kenne mich ziemlich gut aus. Leider ohne Erfolg. Das klingt ja nicht sehr positiv. Meiner Ansicht nach gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder Sie begleiten mich und wir versuchen gemeinsam das Lokal wiederzufinden, wo die Geschichte begonnen hat, oder... Das hat keinen Sinn, das habe ich Ihnen schon mal erzählt. Ich war total voll an dem Abend. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Aber die Leute, die Sie erpressen, haben Sie doch gefunden. Wie haben die denn das geschafft? Sicher, das habe ich mich auch schon gefragt. Vielleicht habe ich irgendwas liegen lassen in dem Zimmer. Also in der Absteige oder... Ich habe mit jemand gesprochen, vorher im Lokal. Mit dem Wirt oder mit dem Gast, ich weiß es nicht. Wo haben Sie denn das Geld abgeliefert? Die 40.000, die Sie schon gezahlt haben. Ich habe einen Anruf bekommen, dass ich zum Palmengarten fahren soll, nachts bei Dunkelheit. Und da sollte ich den Wagen stehen lassen und zu Fuß zu einer Parkbank gehen. Da würde eine Plastiktüte dran hängen und da sollte ich das Geld reintun. Und genauso habe ich es auch gemacht. Oder was wäre die zweite Möglichkeit? Guten Abend, Rolli. Hast du den schon mal gesehen? Du kennst doch ihn. Nee. Hallo, Axel. War der Typ schon mal bei euch? Du weißt doch, dass ich prinzipiell niemanden kenne. Der ist aber geil. Wo schläfst du denn? Kennst du den Typen? Nee, nie gesehen. Bist du sicher? Lass mich in Ruhe. Kann ich was für Sie tun? Ja, alles können Sie. Falls es Ihnen wirklich ernst ist mit Ihrem Angebot. Selbstverständlich. Dafür sind wir hier. Wirklich? Na, dann los. Kennen Sie den? Nein, nie gesehen. Also doch, woher? Nein, ich kenne ihn nicht. Sieht nett aus. Ihr Sohn? Danke, sehr schmeichelhaft. Oder Ihr Freund? Sie haben noch einen Versuch. Ich geb's auf. Na schön, ich auch. Ich möchte dann zahlen. Wieso? Sind doch gar nichts bestellt. Trotzdem möchte ich zahlen. Falls Ihr Gedächtnis dann wieder funktioniert. Ich hatte, sagen wir mal, 3 Whisky. Wie viel macht das? 100. Da hat er gesessen. Ungefähr vor 3 Wochen. Es kann auch 4 gewesen sein. Das ist eine lange Zeit. Trotzdem können Sie sich so gut an ihn erinnern. Tja, weil er mich genauso mit Fragen gelöchert hat wie Sie. Was denn für Fragen? Ich weiß nicht mehr. Ziemlich wirres Zeug. Nein, tut mir leid, habe ich vergessen. Vielleicht wollte er ein Mädchen.
Glauben Sie, das Thema ist so originell, dass ich ihn deshalb in Erinnerung behalte? Na, vielleicht wollte er was Besonderes. Eine Asiatin. Ist eine Asiatin was Besonderes? Lassen Sie das bloß nicht meine Mädels hören. Na schön, wie ging's weiter? Hat er gefunden, was er suchte? Bei mir nicht. Aber er ist mit einem anderen Gast ins Gespräch gekommen. Sie haben sich rübergesetzt an einen Tisch, um ungestört reden zu können. Darüber. Später sind sie zusammengegangen. Kennen Sie den Gast? Nur vom Sehen. Nicht seinen Namen? Hier muss sich niemand ausweisen, der sich ein bisschen amüsieren will. Ich weiß nur, ich vermute, dass er zur Szene gehört. Er schaut ziemlich regelmäßig bei uns rein. Wieder mal hier ist, rufen Sie mich an. Oder wenn Ihnen der Name doch noch einfällt. Gern. Gesagt, dass du wunderschön bist und dass ich dich liebe. Nicht, dass ich wüsste. Dann müssen wir es gleich nachholen. Nicht jetzt, sonst brennt das Essen an. Sag mal, geht's dir nicht gut? Wieso? Du siehst irgendwie müde aus. Viel Arbeit? Normal. Und bei dir? Gibt's was Neues? Nein, nichts, gar nichts. Und das ist sogar noch übertrieben. Keine Post? Nur ein Brief von Mama. Er liegt auf dem Flügel, du kannst ihn lesen. Sie schreibt, dass ich sie mal wieder besuchen soll mit den Kindern. Ach ja, noch was. Hier, es lag auch im Briefkasten. Kannst du was damit anfangen? Es sind drei. Und was bedeutet das? Keine Ahnung. Vielleicht ein Scherz oder die Kinder aus der Nachbarschaft. Und was schreibt deine Mutter? Du kannst ihn lesen. Es dauert noch ein paar Minuten. Hier ist der automatische Anrufbeantworter. Anwaltskanzlei. Möchtest du was trinken zum Essen? Ja, gerne. Und was schlägst du vor? Ja, also ich würde sagen, vielleicht einen herben Weißen und mit der Uhrzeit mogeln wir ein bisschen heute Abend, damit die Kinder früher ins Bett kommen. Kinder brauchen ihren Schlaf, dringend. Und was brauchen Erwachsene? Das sage ich dir, wenn die Kinder schlafen. Was Neues? Dasselbe wollte ich Sie fragen. Wir sind inzwischen bei der 3. Ja, es muss dringend etwas geschehen. Aber was? Ich sehe keine Fortschritte. Ich muss auch an meine Frau denken. Sie stellt schon Fragen. Ich kann die Sache... Ich fürchte, ich darf es nicht mehr länger vor ihr geheim halten. Herr Matula tut, was er kann. Geben Sie ihm noch einen Tag. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Machen Sie ihm das bitte klar. Also, ich melde mich dann morgen wieder. Gut, dann weiß ich hoffentlich schon mehr. Sie können mich jederzeit anrufen. Wiedersehen. Detektivbüro Matula? Dieter, du hast Glück, ich war schon fast draußen. Genau deswegen. Die Barfrau hat angerufen, von der ich dir erzählt habe. Der Typ, mit dem Hartwig damals ins Gespräch gekommen ist, sitzt bei ihr am Tresen.
Ja, sie will ihn aufhalten, bis ich da bin. Ich melde mich, sobald ich was Neues weiß. Bis dann. Guten Abend. Hallo. Tut mir leid, er ist schon gegangen. Sie wollten noch versuchen, ihn aufzuhalten. Hab ich. Er wird mitbekommen, wie ich telefoniert habe. Ist ja unvermeidlich. Er wollte wissen, um was es geht, und ich habe ihm gesagt, dass Sie ihn sprechen möchten. Und wie hat er reagiert? Erst war er sehr interessiert. Und war nicht mehr? Als ich ihm gesagt habe, dass es wegen dem Gast ist, mit dem er sich hier unterhalten hat. Drüben an dem Tisch, so vor 3 oder 4 Wochen. Aber er konnte sich erinnern. Offenbar ja. Er hat gezahlt und war weg. Das ist Pech. Vor allem für unseren Freund hier. Er wird wohl noch eine Weile solo bleiben müssen, ohne seine bessere Hälfte. Ich weiß seinen Namen. Er ist Fröhlich. Vorname Leo. Adresse oder sowas konnte ich nicht rauskriegen. Leo Fröhlich. Ja, aber die meisten kennen nur seinen Spitznamen. Käuflich. Sie nennen ihn Leo Käuflich. Hey, Alter. Wie läuft das Geschäft? Reicht es schon, um einen auszugeben? Für dich nicht, Mixer. Hey, was ist? Kennst du mich nicht? Dann nimm mal die verdammte Brille runter und mach die Augen auf. Oder arbeitest du nicht mehr für die Polizei? Doch. Jeder weiß das hier. Ich weiß nichts, was die Polizei nicht erfahren darf. Ist ein fairer Kompromiss. Ich arbeite nicht für Schnüffler. Da machst du einen Fehler. Wir zahlen besser. Ein 50er für eine Adresse. Ich stehe einen Arsch damit. Dafür nehme ich 100er. Josef Matula, alter Gauner. Man lässt dich denn gar nicht mehr blicken hier. Warum nicht? Wie geht's denn? Und selbst? Oh, kann ich klagen. Nur die Augen machen mir Sorgen. Wir fangen an nachzulassen. Der Doktor sagt, es liegt an der dunklen Brille. Strengt zu sehr an. Ist eine Berufskrankheit. Dann gehst du in Rente. Oh, schön wär's. Nee, im Ernst, was kann ich für dich tun? Ich suche einen gewissen Fröhlich. Vorname Leo. Kennst du den? Leo Käuflich? Klar kenne ich den. Ich kenne jeden hier auf der Meile. Und wo finde ich den? Das ist ganz einfach. Da gehst du einfach in die Kneipe rein und wartest, bis er reinkommt. Hör mal, es ist eilig. Ich brauche die Adresse. Der hat keine Adresse. Der wickelt seine Geschäfte ambulant ab. Was denn für Geschäfte? Das ist ziemlich offen. Leo Käuflich. Für Geld tut er alles. Aber ohne Geld nicht. Ja, irgendwo muss er doch schlafen. Der schläft nie, der ist ewig im Dienst. Und wenn alle Kneipen dicht sind? Dann ist er da, wo noch auf ist. Zuletzt ist er meist im Anadolu. Der steht auf türkischem Kaffee. Anadolu. So, hier. Ist für dich. Nee. Komm nicht in Frage, Josef. Nicht vom Freund. Okay, bitte. Noch was. Hast du den schon mal gesehen? Nee. Kenn ich nicht. Ja, kann man nichts machen. Also, Willi, lass es dir gut gehen. Na, Gerät? Sehnsucht nach dir. Tag, Stefan. Hallo, du. Ali? Ein Typ will dich sprechen. Mich? Wer? Der Blonde da. Frühstück? Ja, wie immer. Gut.
willst mich sprechen? Bist du Leo Fröhlich? Wer bist du? Matula. Nett, dass du dir Zeit nimmst. Aber viel Zeit habe ich nicht. Ich bin ja schnell frühstücken. Klar. Ich habe gestern schon versucht, dich zu treffen. Im Parisianer. Ach, du warst das. Tut mir leid, dass ich nicht warten konnte. Macht ja nichts. Ich habe ja nur eine Frage. Was sagt dir der Name Jochen Hartwig? Hartwig? Jochen? Nichts. Du hast dich eine ganze Zeit lang mit ihm unterhalten. Auch im Parisianer. Vor 3 oder 4 Wochen. Anschließend hast du mit ihm zusammen das Lokal verlassen. Ich bin ein umgänglicher Typ. Ich rede mit vielen. Wieso ist denn das so wichtig? Jochen Hartwig hat mich beauftragt, Nachforschungen anzustellen, weil er ist an dem Abend in Schwierigkeiten geraten. Wegen einer Frau. Asiatin. Vermutlich aus Thailand. Weißt du was von der Sache? Nee. Ein paar Typen, die der Frau nahestehen, machen ihm jetzt deswegen Ärger. Er ist bereit, sich mit denen zu arrangieren. Deswegen bin ich hier. Aber ich weiß nicht, wo ich die finden kann. Arrangieren? Wie denn? Sag mir erst, ob du informiert bist. Nee, bin ich nicht. Ich glaube nicht. Danke, Ali. Aber an die Begegnung im Parisianer erinnerst du dich? Weißt du auch noch, was ihr geredet habt? Dazu müsstest du mir erst mal sagen, wie der aussieht. Oh, kein Problem. Nee, kenne ich nicht. Oder warte mal. Irgendwie kommt er mir bekannt vor. Aber woher? Lass mich mal nachdenken. Ich geh mal eben pinkeln. Moment, er ist noch nicht fertig. Doch, er hat gesagt, sie ist Sal. Moin, Helga. Morgen, Herr Doktor. Sie werden bereits erwartet. Von wem? Von Herrn Hartwig. Ja, und Herr Matula hat auch schon angerufen. Er bittet um Ihren Rückruf. Ja, dann geben Sie mir zuerst Herrn Matula. Ich nehme ihn hier draußen. Moin, Herr Hartwig. Morgen. Ich nehme an, das Übliche. Ja. Bitte. Wo hängen Sie diesmal? Heute zur Abwechslung am Garagentor. Ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit und wollte nur mal sehen, ob der Herr Matula weitergekommen ist. Ich denke schon. Ich habe gerade mit ihm telefoniert. Sagt Ihnen der Name Fröhlich was? Wie? Leo Fröhlich. Sein Spitzname ist Käuflich. Unter dem scheint er besser bekannt zu sein. Nie gehört. Also, jedenfalls erinnere ich mich nicht. Das ist der Mann, mit dem Sie gesehen worden sind, im Parisianer. Herr Matula hat ihn heute Nacht ausfindig gemacht. Ihr Herr Matula konzentriert sich mit seinen Nachforschungen viel zu sehr auf eine einzige Bar. Nicht ohne Grund. Die Barfrau hat sie eindeutig wiedererkannt auf den Fotos. Und dieser Fröhlich oder Käuflich, der ist abgehauen, als Herr Matula ihn auf sie angesprochen hat. Also trotzdem, so kommen wir nicht weiter. Ich war an dem Abend, da war ich in vielen Lokalen. Vielleicht auch in denen, das will ich gar nicht ausschließen. Und ich habe auch vielleicht mit irgendjemand gesprochen, aber es gibt doch keine thailändischen Mädchen in dieser Pariser Bar, oder wie die heißt. Das hat Ihr Herr Matula doch rausgefunden, oder? Warum wehren Sie sich dagegen? Wieso kommen wir so nicht weiter? Herr Hartwig, ich muss Ihnen dringend nahelegen,
die Polizei einzuschalten. Sie wissen genau, dass ich das nicht kann. Ja, aber Sie müssen doch nicht erzählen, dass Sie... Die Vorgeschichte. Sie brauchen nur um Schutz bitten, weil Sie bedroht werden. Die Polizei würde direkt Ermittlungen einleiten. Das ist viel zu gefährlich für mich. Ja, aber irgendetwas muss doch geschehen. Es ist allerhöchste Zeit. Wir warten noch bis morgen. Ich habe mich übrigens dazu entschlossen, meine Frau und meine Kinder zu meiner Schwiegermutter zu schicken. Und Sie? Warum fahren Sie nicht mit? Das wäre doch sinnlos. Außerdem würde ich damit nur meine Familie unnötig gefährden. Ich will Klarheit haben. Und irgendwann müsste ich ja doch nach Frankfurt zurück. Was meinst du, Josef? Soll ich dir ein paar Kissen holen? Nicht nötig, Erwin. Ich wollte nur mal ausprobieren, wie ich mich fühlen würde, wenn ich bei der Polizei geblieben wäre. Und, hat der Computer was ausgespuckt? Nee, hat er nicht. Jedenfalls nicht für den fraglichen Zeitraum. Wir hatten in diesem Jahr bisher 3 Prostituiertenmorde. Davon sind 2 noch ungeklärt. Aber eine Asiatin war nicht dabei. Merkwürdig. Was heißt hier merkwürdig? Du solltest dankbar sein. Ich? Wieso? Ja, weil ich dich sonst fragen müsste, warum du dich dafür interessierst. Ich interessiere mich eben für vieles. Zum Beispiel für einen Typen aus dem Bahnhofsviertel, Leo Fröhlich. Besser bekannt unter dem Namen... Käuflich. Leo Käuflich. Du kennst ihn? Na klar kenne ich den. Von meiner Zeit beim Betrug, da hatte ich oft genug mit ihm zu tun. Das ist so ein kleiner Ganne, weißt du. Der ist nur scharf auf die schnelle Kohle, ohne großes Risiko. Dafür hat er einen Riecher. Aber Mord oder sowas ist bei dem nicht drin. Weißt du das genau? Ja, weißt du was anderes? Ich? Ich weiß gar nichts. Warum fragst du denn nach ihm? Und warum fragst du nach der toten Prostituierten? Du sagst doch, es gibt gar keine tote Prostituierte. Umso auffälliger, dass du wegen ihr extra herkommst, wenn es sie gar nicht gibt. Ach, das war nur ein Vorwand. Ich wollte meinen alten Freund wiedersehen. Naja, jetzt will ich dich nicht länger aufhalten. Wie ich sehe, hast du ja noch eine Menge Arbeit. Tschüss, Erwin. Tschüss. Hier ist dein Schnuffi erstmal. So. Papa, warum kommst du nicht mit? Weil ich arbeiten muss. Ich komme am Wochenende. Was bedeutet das, Jochen? Wieso? Keine Ahnung. Wieder so eine Zahl. Das letzte Mal war es eine 3. Ich verstehe das nicht. Kannst du mir das erklären? Wieso denn eine 3? Ich sehe da gar keinen Zusammenhang. Was ist denn los mit dir? Nichts. Warum schickst du uns weg? Ich schicke euch da nicht weg. Doch, das tust du. Mich und die Kinder. Deine Mutter will doch immer, dass du kommst. Das schreibt sie doch in jedem Brief, oder? Richtig. Und warum sollen wir gerade jetzt fahren? Weil es im Moment günstig ist, auch für mich. Ich habe gerade ziemlich viel zu tun. Ich kann mich gar nicht richtig um euch kümmern. Das ist nicht der Grund. Du verheimlichst was von mir. Unsinn. Doch, schon seit Wochen. Irgendwas stimmt nicht mit uns, mit dir. Ich spür das. Gut, und bitte jetzt mach keine Probleme, wo es keine gibt. Kommst du am Wochenende? Natürlich. Bist du sicher? Ganz sicher. Ich freue mich schon. Wann fahren wir endlich? Ich will zu Oma. Also jetzt musst du wirklich fahren. Die Kinder werden schon unruhig. Ich will bei dir bleiben, Jochen. Das geht nicht. Dann sag mir wenigstens, was los ist. Nichts ist los. Ich freue mich aufs Wochenende. So, ihr 2 Goldmöpse, seid schön artig. Und ärgert die Mami nicht. Ja, es geht ja gleich. Fahr vorsichtig.
18 mit der Vorsicht beim Es ist keineswegs für so undenkbar, dass in Deutschland eine ausländische Prostituierte ums Leben kommt, ohne dass die deutsche Polizei was davon erfährt. Auch nicht Ihre ausländischen Kollegen? Die kennen sich doch. Die sind hier ein paar tausend Kilometer weg von zu Hause. Da sucht man Kontakt zu seinen Landsleuten. Wahrscheinlich rühren die sich nicht, weil die meisten von ihnen ebenfalls illegal in Deutschland sind. Das sieht der Hartwig ganz richtig. Und das Erste, was Sie erreichen würden mit einer Anzeige, wäre Ihre eigene Ausweisung. Trotzdem, ich bin überzeugt, der Hartwig erzählt uns Märchen. Täglich bekommt er so einen Liebesbrief mit einer Morddrohung. Er schickt seine Frau und seine Kinder weg, er selber rührt sich aber nicht von der Stelle. Das ist doch irre. Seine Frau hat mich angerufen. Sie ist nicht weggefahren. Sie wohnt in Frankfurt bei einer Freundin. Na bitte. Das beweist, dass sie ihm auch nicht traut. Sicher. Irgendwas ist faul an der Sache. Aber darüber reden wir, wenn sie ausgestanden ist. In knapp 3 Stunden beginnt der Tag Null. Das ist im Moment wichtiger. Was heißt das? Ich habe Hartwig vorgeschlagen, dass du seinen persönlichen Schutz übernimmst. Och, ist ja rührend, wie du dich um meine Vollbeschäftigung sorgst. Wenn auch nicht um mein Leben. Es ist ganz ausgeschlossen, dass er an diesem Tag ohne Begleitung das Haus verlässt. Mir wäre lieber gewesen, du hättest dich schon heute Abend bei ihm einquartiert. Aber er wollte früh schlafen gehen. Und er hat gesagt, dass er sich zu Hause absolut sicher fühlt. Außerdem ist er der Überzeugung, dass diese Leute Pedanten sind und dass ihm nichts passiert, bevor sie ihm nicht auch noch die Null ins Haus geschickt haben. Hoffen wir, dass er recht behält. Und sonst ist er einverstanden? Ich habe ihn vor die Alternative gestellt, entweder du oder die Polizei. Er erwartet dich morgen früh, punkt 7:45, wenn er zur Arbeit fährt. Schön, meinetwegen. Aber vorher kaufe ich mir den käuflich. Und den bringe ich zum Reden, das schwöre ich dir. Tag käuflich. Fahren wir eine Runde. Los.
Los, rüberrutschen. Los. So. Flossen nach hinten. Ganz langsam. Ja. Wer bist du? Was soll das? Ganz ruhig, mein Freund. Quanten hoch, los, komm. Du weißt genau, was ich will. Ich habe keine Ahnung. Doch, du wirst jetzt reden. Und wenn du nicht auspackst, wirst du mit deinem schönen Schlitten direkt ins Hafenbecken. Also, was wollte Jochen Hartwig von dir, als er im Parisianer deine Bekanntschaft gemacht hat? Worüber habt ihr euch unterhalten? Mensch, hör zu, ich kenne keinen Jochen Hartwig und ich war auch nie ein Parisianer. Du langweilst mich. Bestimmt, ich habe mit keinem gesprochen. Nein? Schön, können wir uns ja die Zeit sparen. Ich mach keine Scheiße. Also dann. Guten Abflug. Hey, halt das Stopp, ich rede ja! Also, käuflich, was wollte Hartwig von dir? Wofür hat er dir 40.000 Eier bezahlt? Es ist wichtig, dass du pünktlich bist. Morgen. Er darf auf gar keinen Fall ohne Begleitung aus dem Haus gehen. Das ist genau das, was ich brauche. Punkt 7:45 fährt er zur Arbeit. Ich brauche eine Tasse. Ja, hörst du denn nicht, was ich sage? Doch, ist da noch Zeit. Ich bin jetzt die ganze Nacht auf den Beinen gewesen und das Mindeste, was ich erwarten kann, ist... Ja, schon gut, schon gut. Außerdem glaube ich nicht, dass dein Mandant wirklich Schutz braucht. Höchstens vor sich selber. Er will jemanden umlegen. Hartwig? Unsinn. Nein, das ist kein Unsinn. Wen will Hartwig umlegen? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er jemanden sucht, der für ihn die Sache erledigen soll. Einen bezahlten Killer. Woher weißt du das? Von diesem? Fröhlich, ja. Ich habe ihn zum Reden gebracht und der hat mir keine Märchen erzählt. Da kannst du sicher sein. Hartwig hat ihn... Er hat ihn gefragt? Richtig. Genau das war das Thema ihrer Unterhaltung seinerzeit im Parisianer. Jochen Hartwig ist ein intelligenter Mann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er von Kneipe zu Kneipe zieht, um die Gäste zu fragen, wo man in Frankfurt einen Killer engagieren kann. Sowas kommt vor, lies doch mal die Zeitung. Außerdem, so dumm ist das gar nicht. Er will jemanden loswerden, aber er will sich nicht die Hände schmutzig machen. Dann würde er ins Ausland fahren. Nach Rom, nach Paris, Istanbul, Wien. Da würde er bestimmt jemanden finden, der das für ihn erledigt. Ausland ist auch im Bahnhofsviertel. Hat er Erfolg gehabt bei seiner Suche? Nein, jedenfalls nicht bei Fröhlich. Der war scharf auf die Kohle. Deshalb hat er Hartwig klargemacht, dass er genau der richtige Mann sei. Und jetzt schwört er Stein und Bein, dass er nur geblufft hat. Und das nehme ich ihm auch ab. Aber er hat es schon kassiert. Ja, 10.000 als Anzahlung. Und wer ist das, den Hartwig loswerden möchte? Gegen wen richten sich seine... Wir müssen seine Frau verständigen. Wir müssen sofort zu ihm hin. Moin, Herr Hartwig. Dürfen wir reinkommen? Morgen, Herr Dr. Renz. Ja, natürlich, kommen Sie rein, bitte. Bitte, Post für Sie. Ja, bitte, setzen Sie sich. Danke. Ich habe leider wenig Zeit. Ich muss pünktlich in die Firma. Was gibt's? Ihre Frau kommt auch noch. Sie ist in Frankfurt geblieben. Ich habe sie schon verständigt. Was, Sie sind? Was soll das heißen? Was geht hier vor? Herr Hartwig, es liegt mir nicht, um den heißen Brei herumzureden. Ich habe gestern lange mit Ihrer Frau telefoniert. Sie macht sich größte Sorgen, weil Sie sich sehr verändert haben in den vergangenen Wochen und weil Sie offenbar nicht ganz gesund sind. Ihre Frau hat mir gesagt, sie hätte sie mehrfach gebeten, zum Arzt zu gehen. Haben Sie erzählt, dass ich von dieser... Nein,
Das verbietet mir meine Schweigepflicht. Falls es die tote Prostituierte überhaupt gibt. Ich habe da inzwischen meine Zweifel. Ihre Frau hat sich in ihren Unterlagen umgesehen, um herauszubekommen, was mit ihnen los ist. Und dabei hat sie zwei Versicherungspolicen gefunden. Eine kombinierte Lebens- und Restschuldversicherung über den Betrag der Hypothek, die noch auf diesem Haus lastet, und eine weitere Lebensversicherung über 1 Million. Die Policen sind ganz neu, keine 2 Monate alt. Was hat das zu bedeuten, Herr Hartwig? Das habe ich Ihnen doch gesagt. Mein Leben ist in Gefahr. Ich werde bedroht. Die wollen mich umlegen. Nein, Herr Hartwig, bei aller Freundschaft. Wenn Sie Wert auf meine Hilfe legen, dann sollten Sie Vertrauen zu mir haben und mir sagen, was wirklich passiert ist. Ein gewisser Leo Fröhlich, oder Käuflich, hat von Ihnen Geld bekommen. 10.000 Mark. Dafür sollte er jemand aus dem Weg schaffen. Er hat sie reingelegt. Er hat zwar kassiert, aber dann ist er untergetaucht, ohne auch nur einen Finger dafür krumm zu machen. Wen, Herr Hartwig? Wen sollte er aus dem Weg schaffen? Das ist meine Frau. Die Wahrheit gern erspart. Jedenfalls, solange es geht. Ich war vor einiger Zeit bei einem Arzt. Vor etwa 8 Wochen. Ich habe ihn gebeten, mich mal gründlich zu untersuchen. Du weißt ja, ich war irgendwie nicht voll leistungsfähig. Ich litt an Appetitlosigkeit und häufig hatte ich sogar Fieber. Ich habe das auf eine verschleppte Erkältung zurückgeführt. Naja, um es kurz zu machen. Akute Leukämie. Leukämie? Ist das sicher? Ja, ja. Blutbilduntersuchung von Knochenmark, ist alles eindeutig. Der Arzt hat mir geraten, in stationäre Behandlungen zu gehen. Aber im gleichen Atemzug hat er mir gesagt, dass in dem fortgeschrittenen Stadium meiner Erkrankung die therapeutischen Möglichkeiten gleich null wären. Und die Lebenserwartung nur noch ziemlich gering. Wie gering? Ein halbes Jahr. Eher weniger. Das war vor 8 Wochen. Verstehen Sie, ich habe eine Frau. Ich habe 2 kleine Kinder. Okay, ich habe ganz gut verdient in den letzten Jahren, aber ich habe überhaupt nicht vorgesorgt. Ich stehe am Anfang in meinem Beruf und ich war davon überzeugt, dass ich noch viele Jahre Zeit habe. Damit, also mit sowas habe ich natürlich nicht gerechnet. Du hättest mir vertrauen sollen. Du hättest mit mir reden müssen, statt dich nur zu fragen, wie du uns versorgen kannst. Hätte ich dich mit den ganzen Problemen alleine lassen sollen, ja? Ohne einen Pfennig Geld, mit einem Haus, das bis unter das Dach mit Hypotheken belastet ist. Da hätte sich schon eine Lösung gefunden. Ja, klar. Meine Frau geht wieder arbeiten und die Mädchen wachsen als Schlüsselkinder auf. Und? Was haben Sie sich einfallen lassen? Ich habe meinen Arzt gefragt, ob er mir hilft. Der hat das abgelehnt. Aber ich habe es trotzdem geschafft, auch ohne seine Hilfe. Es ist mir gelungen, die 2 Lebensversicherungen abzuschließen. In der Höhe? Da geht im Allgemeinen nichts ohne vertrauensärztliche Untersuchung. Ja, ja, das ist richtig. Aber da gibt es Möglichkeiten. Ich habe einen Bruder, der seit vielen Jahren im Ausland lebt und als ich ihn gebraucht habe, da war er da. Ja. Ich glaube, ich verstehe. Also ging es nur noch darum, nicht abzuwarten, bis Sie an Leukämie sterben. Weil sonst offensichtlich wäre, dass Sie sich die Versicherungsverträge erschlichen haben. Deshalb kamen Sie zu mir und haben mir das Märchen von der Prostituierten erzählt, die Sie angeblich getötet haben, und von der Erpressung und den Morddrohungen gegen Sie, damit ich als Ihr Anwalt am Tage Null, wenn Sie ermordet aufgefunden werden, mit einer glaubwürdigen, über jeden Zweifel erhabenen Erklärung für Ihren plötzlichen Tod zur Stelle bin. Ich bin krank, begreifen Sie das endlich? Ich werde sterben. Haben Sie mal gesehen, wie das ist, wenn jemand an Leukämie stirbt? Ja? Das ist jämmerlich, mit unerträglichen Schmerzen. Ich habe sie am ganzen Körper, überall, die ganze Zeit schon. Ich habe doch keine Chance mehr. Und
So hätte das Ganze doch wenigstens irgendeinen Sinn. Ach, sicher, sicher. Alles richtig. Aber wie auch immer Sie es ausführen oder ausführen lassen, es handelt sich um Selbstmord. Und wenn die Versicherung erkennt, dass es sich um Selbstmord handelt, wird sie nicht zahlen. Muss sie es denn erkennen? Man kann verhindern, dass sie es erkennt. Man kann sie täuschen über das, was wirklich geschehen ist. Aber sowas nennt man Versicherungsbetrug. Ah ja. Sehr wahrscheinlich haben Sie recht. Ich hätte das sowieso nicht geschafft. Ich habe das mal versucht, aber... Viertel vor acht, ich muss ins Büro. Du kannst doch jetzt nicht zur Arbeit fahren. Ja, dann, gut, dann muss ich wenigstens Bescheid sagen, dass ich nicht komme. Ich telefoniere von meinem Zimmer aus. Es tut mir leid, Linus. Tja, Frau Hartwig, das gehört Ihnen. Was ist das? Die 10.000, die Ihr Mann an Fröhlich gezahlt hat. Oder was davon übrig war. Aber er hatte doch 40.000 abgehoben, nicht wahr? Ja. Und was hat er mit den restlichen 30.000 gemacht? Leitung ist frei. Herr Hartwig! Herr Hartwig! Jochen! Jochen! Herr Hartwig! Das Kennzeichen. Der Wagen ist geklaut, das war ein Profi. Den lässt er irgendwo stehen. Er hat dir vertraut, Dieter. Bis zuletzt, obwohl er anders geredet hat. Er hat fest auf dich gebaut. Was willst du jetzt tun? Ich weiß es nicht.